Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Letzten Sonntag habe ich euch ja gezeigt, wie ich den Jupiter aufgenommen habe und heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dann eben diese Aufnahmen bearbeite. Dafür werden wir den Autostacker verwenden, das Astra Image, das Giotto und am Ende dann noch für den Feinschliff das Photoshop verwenden. Wenn du dich über das Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine kostenlosen Videos hier verpasst. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie vor dem Intro schon erwähnt, habe ich ja letzten Sonntag das Video online gestellt, wie ich eben den Jupiter hier aufgenommen habe. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Eckdaten dazu. Als Kamera kam eben hier die QY53462C zum Einsatz mit einem 10 Zoll Newton mit 1000 mm Brennweite, einer 5-fach Barlow-Linse habe ich dann eben noch verwendet auf 5000 mm Brennweite und dem Piero ADC Mark III. Ja, das Ganze habe ich dann mit Sharpcap aufgenommen, mit dem UVIR-Cut-Filter hatte ich dann hier auf der Kamera drauf. Hier links seht ihr das Video, was wir jetzt dann gleich stacken werden. Ja, ich hatte hier eine Belichtungszeit von 16,6 Millisekunden, das sind ja eine 60stel Sekunde und Gain 171 bei der Kamera. Ja, das waren im Grunde die Einstellungen. Dann gehen wir hier gleich weiter zum Autostackert. Ja, zum Zeitpunkt des Videos war jetzt hier die Autostackert Version 3.1.4 aktuell und da gehe ich jetzt hier auf Schritt 1 Open, also jetzt öffne ich mir eben hier diese Videodatei und zwar ist ja das hier diese SER-Datei. Ihr seht jetzt hier die Auflösung, 800x800 Pixeln hatte ich eben da eingestellt. Ja, und weil eben der Jupiter auch rotiert, habe ich eben hier nur 90 Sekunden belichtet. Und in diesen 90 Sekunden habe ich knapp 2500 Frames gemacht mit dieser Kamera in 16-Bit. So, diese SER-Datei öffne ich jetzt hier mal. Ja, dann haben wir hier auch schon das erste Vorschaubild. Hier könnt ihr dann beim Zoom einstellen, wie groß das Ganze angezeigt werden soll. 100% passt so. Ja, bei Image Stabilization stelle ich jetzt hier auf Planet. Hier ein Häkchen bei Dynamic Background. Und bei dem Quality Estimator ist eben hier normalerweise, glaube ich, immer so standardmäßig 4 oder 5 eingestellt. Ja, und hier würde ich euch empfehlen, dass ihr auf Lokal AP stellt und nicht auf Global Frame. Das heißt, bei Lokal Frame wird eben der Jupiter immer als Ganzes analysiert und nicht auf nur speziell bestimmte Bereiche geschaut, wo eben dann die schärfsten Bildteile sind. Und deshalb empfiehlt es sich eben auf das AP zu stellen. Wir werden eben dann so mehrere Kästchen hier aufziehen und dann wird eben jeweils nur der scharfe Bereich vom Jupiter dann fürs Decken später genommen. Ja, ich lasse jetzt hier mal die Einstellungen hier auf 4 und gehe jetzt hier mal auf Analyze. Jetzt werden eben die ganzen 2500 Bilder analysiert und man sieht jetzt hier in diesem Quality Graph, wie scharf die einzelnen Aufnahmen waren. Autostackert reiht die Bilder jetzt hier auch automatisch, das heißt zu Beginn sind jetzt hier die schärfsten und ganz hinten die unschärfsten Bilder und das möchte ich euch jetzt eben hier zeigen, da müsst ihr nämlich jetzt aufpassen, wie ihr seht, das erste Bild ist hier kaum schärfer wie das letzte und deshalb vertraut hier bitte nicht diesen Standardwert hier von 4, also ich habe jetzt hier ein bisschen herumgespielt und wenn ich hier aufs Maximum von 8 gehe, finde ich, funktioniert das Ganze am besten. Also da bitte nicht den Standardwert vertrauen, sondern hier aufpassen, unbedingt hier ein bisschen probieren. Ich gehe jetzt eben hier auf 8, gehe jetzt hier wieder auf Analyze. Und jetzt ist wirklich so, dass zu Beginn das schärfste Bild ist. Und wenn ich jetzt hier so durchgehe, ganz am Ende ist jetzt hier das Bild, was mit Abstand die wenigsten Details hat. Also ich gehe jetzt hier nochmal zurück, ihr seht, das ist jetzt hier das Bild mit den meisten Bilddetails. Also da wirklich aufpassen, das liegt natürlich dann zum einen an der Kamera, welchen Gainwert man genommen hat, wie stark eben hier das Bildrauschen war,
Und keine Ahnung, was hier dann noch die Algorithmen so dahinter sind, die eben hier zum Tragen kommen. Jedenfalls vertraut dann nicht einfach den Standardeinstellungen, weil hier kann man schon extrem viel falsch, aber eben auch richtig machen. Ja, als nächstes müssen wir hier diese AP-Punkte setzen und da könnt ihr eben hier die Größe einstellen und ja, ich nehme jetzt hier mal 48, hier diese beiden Häkchen, dass eben hier angehakt sind und dann klicke ich hier auf Place AP Grid und ich versuche dann ungefähr jetzt beim Jupiter jetzt mit dieser Auflösung auf ungefähr 100 APs zu kommen. Ihr seht, jetzt haben wir hier knapp 400, das ist mir ein bisschen zu viel, gehe ich hier nochmal auf Clear. Gehen mal auf 104 von der Größe her. Ja, 77 ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Kann man auch hier mal ein bisschen runtergehen. Also hier mit diesem Pfeiltasten. Ja, 87, das passt so. Ja, als nächstes sagen wir hier TIFF als Ausgabe, Bildformat. Und hier können wir jetzt dann noch einstellen, wie viele Frames sollen gesteckt werden, also die besten 25 zum Beispiel. Ihr könnt hier auch zum Beispiel mal 15 einstellen, 25 und 40. Das heißt, jetzt werden eben drei Bilder gesteckt, einmal mit 15, einmal mit 25 und einmal mit den besten 40%. Ja, hier ein Häkchen bei RGB allein, hier ein Häkchen und auch hier ein Häkchen bei Double Stack Referenz und auf Auto Size. Ja, das war's dann eben jetzt hier auch schon mit Autostacker. Dann gehe ich jetzt hier noch auf Stack und dann werden jetzt eben hier diese drei Bilder gesteckt. Ja, warum macht man überhaupt jetzt hier dieses Stacking? Ja, zum einen natürlich mal, um eben wirklich nur die schärfsten und besten Bilder quasi herauszufiltern und eben nur diese dann später fürs finale Bild zu verwenden. Es ist natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel 90 Sekunden belichtet, also die Aufnahmedauer 90 Sekunden beträgt, dann sind immer mal wieder so einen Bruchteil von einer Sekunde, wo das Scene quasi recht ruhig ist, also wo die Luft wirklich sehr ruhig steht und wo eben dann der Planet im ganz kurzen Augenblick mal ganz kurz eben scharf erscheint. Und genau diese Bilder wollen wir eben dann verwenden. Und natürlich wird dann eben auch noch das Bildrauschen minimiert, je mehr Bilder man dann fürs Stacking verwendet. So, jetzt ist er hier fertig und dann sehen wir sich gleich im Astra Image wieder. Ja, dann öffne ich mir jetzt hier gleich mal ein Bild in Astra Image. Nehmen wir vielleicht mal das mit 25%. Und ja, das wirkt jetzt hier im ersten Moment mal ein bisschen verwaschen und verschwommen. Und deshalb werden wir jetzt hier als ersten Schritt eine Deconvolution durchführen. Das geht hier auf Enhance, Deconvolution. Und dann kann man sich jetzt hier mal den Planeten schön in die Mitte rücken. Ja, und bei Deconvolution Type verwenden wir eben hier diesen Lucy Richardson. Bei Blur Candle, da kann man jetzt eben hier einstellen, wie eben das Bild dann später erscheinen soll, also wie scharf es eben werden soll. Probieren wir einfach hier mal auf Preview klicken. Und dann hat man eben hier dieses Vorher-Nachher. Und ich versuche immer, dass eben hier diese Ränder vom Planeten möglichst scharf werden. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen runter, zum Beispiel 0,8. Ja, vielleicht nochmal um ein Zehntel, 0,7. Vorher, nachher. Wenn das jetzt geringfügig zu viel sein sollte, kann man hier das Ganze ein bisschen kontern. Hier zum Beispiel mal 0,9. Ah, jetzt wird es noch schärfer, also die andere Richtung. Hier zum Beispiel 0,6. Dann wird es wieder eher ein bisschen verschwommener. Also da muss man halt dann je nach Auflösung und ja, Bildqualität oder Ausgangsmaterial eben die richtigen Einstellungen finden. Ja, 0,7 und hier auch 0,7 scheint da schon mal ganz gut zu passen. Hier wird dann so ein schwarzer Ring herum und da außen ist nicht ganz schwarz, das stört mich aber nicht, weil das werden wir dann später in Photoshop noch ganz schwarz machen. Wichtig ist eben einfach hier diese Kante vom Planeten, dass eben die möglichst scharf ist, weil dann kann man davon ausgehen, dass ihr auch hier im Inneren vom Planeten die maximalen Details und Schärfe herausgeholt haben. So, Deringing habe ich hier deaktiviert und hier nochmal kurz zurück bei den Iterationen.
Da ist es nämlich so, bei meiner QY268C Kamera konnte ich hier locker auf 100 stellen und das Bild sah eigentlich perfekt aus. Wenn ich das jetzt hier mit dieser Kamera mache, ihr seht schon, da wird es ziemlich grisselig. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum das so ist. Vielleicht irgendwie, weil die Pixelgröße hier nochmal kleiner ist, vielleicht auch, weil das Bildrauschen höher ist oder vielleicht auch, weil es eben nicht 16-Bit, sondern eigentlich nur 12-Bit hat. Ja, vielleicht weiß es von euch jemand, dann gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls, wenn man eben hier die Iterationen verringert, dann wird es eben, geht eben dieses Griselige weg. Man soll aber dann schon die Iterationen so wählen, dass man vielleicht ganz leicht, ja, ungefähr so. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann gehe ich hier auf OK. Jetzt wird es eben aufs gesamte Bild angewendet. Und ja, entweder ihr macht dann hier auch noch eine Wavelet-Schärfung, aber das bringt jetzt hier nicht viel. Das ist jetzt schon sonst maximal eben hier die Large- und die Very Large-Details. Bei den Small-Details würde ich jedenfalls nichts tun. Aber wir lassen das jetzt hier mal und ich speichere mir das Ganze jetzt hier mal ab als 16-Bit-TIFF. Unterstrich AI für Astra Image, hier auf 48-Bit, dann auf Save und als nächstes gehen wir jetzt in das kostenlose Programm Giotto. So, ich habe mir jetzt hier das Bild schon mal geöffnet, dann gehe jetzt hier auf Bearbeiten und dann auf Schärfen und Filtern. Und hier gibt es den Mexican Head Filter. Und da suche ich mir jetzt hier mal für die Vorschau einen interessanten Bereich. Ja, und dann seht ihr hier schon meine Einstellungen. Hier kann man eben das Rauschen ein bisschen minimieren. Da könnt ihr mal ein bisschen experimentieren, was eben mit euren Ausgangsdaten so am besten funktioniert. Und hier eben dann bei der Filtergröße bzw. bei der Filterwirkung kann man eben dann hier entsprechend das einstellen. Ja, das Programm ist leider schon ein bisschen älter, aber gerade dieser eine Mexican Head Filter wirklich nicht schlecht. Ja, man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man hier keine so Doppelkonturen bekommt. Vielleicht hier wieder ein bisschen zurück. So, ich bin jetzt hier bei 19 und 82 gelandet, dann kann ich hier auf Puffer B zum Beispiel gehen, auf Bearbeiten und dann wird es wieder aufs gesamte Bild angewendet. So, dann speichern wir sich das Ganze jetzt eben hier. Ja, da ist es immer wichtig, hier nochmal auf TIFF umstellen. Giotto. Ja, und dann geht's weiter in Photoshop. So, die exakt gleichen Einstellungen und Bearbeitungsschritte habe ich jetzt auch noch mit den beiden anderen Bildern vorgenommen. Und zwar ist jetzt hier das Bild, wo wir in Autostacker die besten 15% gewählt haben. Hier das Ergebnis mit den besten 25% und hier das Ergebnis mit den besten 40%. Und man sieht jetzt eben hier schon dadurch, dass eben hier einfach weniger Bilder verrechnet wurden, rauscht das natürlich jetzt hier mit 15% am meisten. Und das mit 40% am wenigsten. Aber wenn wir jetzt wirklich rein von den Details her ausgehen, finde ich, dass so das mit 25 fast am besten ist. Also ich würde mal sagen, dass wir eben mit diesem Bild hier weiterarbeiten werden. Das heißt, ich schließe jetzt hier diese beiden mal. Ja, als nächstes würde ich den Jupiter hier mal richtig ausrichten und zwar so, wie er eben tatsächlich auch zu sehen war von der Erde aus an diesem Tag, wo ich den eben aufgenommen habe. Das war ja der 24. Juli und wenn ich jetzt hier mal in Stellarium nachsehe, dann war der quasi so ausgerichtet. Das heißt, ganz leicht rechts ist er eben nach unten gekippt, wenn man sich eben das jetzt hier mal so anschaut. Ja, und genauso werden wir jetzt eben auch den hier ausrichten und da nehme ich jetzt hier dieses Freistellungswerkzeug. Zoomen wir mal ein bisschen raus und dann drehe ich mir jetzt den mal so hin, ungefähr so, ganz leicht schräg nach unten. Ein bisschen größer können wir jetzt hier das Ganze noch machen, ungefähr so. Okay, das schaut ja schon mal ganz gut aus.
Ja, ein Problem immer generell von Autostacker, Giotto oder auch Astra Image, keine Ahnung warum das so ist, aber da wird eben nie ein Farbprofil hinterlegt. Das erkennt man hier in Photoshop nach diesen 16-Bit hier, dass eben hier dieses Hashtag ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Bildern mal noch ein Farbprofil hinterlegen. Dafür gehe ich jetzt hier auf Bearbeiten, Profil zuweisen und dann gehe ich hier auf Adobe RGB Farbraum, weil wenn ich jetzt hier das Profil sRGB wählen würde, dann seht ihr schon, verändern sich jetzt hier eben die Helligkeitswerte, also die Farbwerte ins hellere. Adobe RGB sieht genauso aus wie das davor, deshalb Adobe RGB. Ja, als nächstes mit Ctrl und J hier eine neue Ebene raufkopieren und dann schauen wir mal, dass eben hier der Hintergrund schon schwarz wird. Dafür gehe ich hier auf Bild, Korrekturen, Farbe ersetzen. Dann klicke ich hier mit der Pipette einmal ins Bild und nehme eben diese Farbe auf. Gehe hier mit der Helligkeit auf minus 100. Man kann jetzt hier auch mit dem Plus-Pipetten-Symbol noch die anderen Grauwerte hier aufnehmen, indem man hier eben nochmal ein paar Mal klickt. Wichtig ist jetzt hier bei Toleranz, dass man möglichst weit nach links zieht, sodass eben wirklich nur der Hintergrund beeinflusst wird und nicht eben der Planet selbst. Und wenn das so passt, dann hier einmal auf OK. Und den Rest hier von diesem Rahmen nehmen wir hier einfach einen Pinsel mit einer schwarzen Vordergrundfarbe, 100% Deckkraft und dann pinseln wir hier eben einmal drüber. So. Wenn man sich ganz sicher sein will, kann man hier auch nochmal einen Tonerkorrektor drüber legen, die Lichter hier mal ganz nach links ziehen und dann sieht man auch, okay, jetzt ist der Hintergrund wirklich perfekt schwarz. Wenn ich hier nochmal die eine Ebene ausblende, so war es quasi davor und so ist es jetzt. So, diese Tonerkorrektur hier können wir da löschen. Ja, als nächstes würde ich hier mal bei Filter in den Kamera-Raw-Filter reingehen und dann hier bei den Grundeinstellungen mal Sättigung auf 100% drauf, Dynamik stark drauf und dann eben einfach hier mal die Farben justieren. Und das kann man eben hier am besten machen, finde ich, wenn man wirklich mal die Sättigung auf dem Anschlag raufzieht und dann eben hier mit der Farbtemperatur das Ganze eben dann anpasst. In dem Fall finde ich, passt es ja schon recht gut. Beim Farbton kann man eventuell einen Grünstich oder Magentastich dann noch raus korrigieren. Hier vielleicht könnte man auf plus 1 gehen und dann natürlich wieder die Sättigung und auch den Dynamik ein bisschen verringern, aber ja, ein bisschen können wir schon ruhig raufgeben, der darf schon ruhig ein bisschen Farbe bekommen. Ja, hier eventuell noch Dunstentfernenregler kann man ein bisschen anziehen, den Strukturregler ganz leicht, den Lichterregler ein bisschen, eventuell auch die Belichtung noch ein bisschen anpassen. Die ist eben bei mir hier noch ein bisschen zu dunkel. Ja, die Tiefen kann man vielleicht ein bisschen runterziehen, ganz leicht. Und dann kann man vielleicht hier noch bei Detail ganz leicht schärfen und auch die Rauschreduzierung kann man noch ein bisschen anwenden. Und auch hier dieses Farbrauschen. Dann hier mit OK bestätigen. So, dann haben wir jetzt hier schon mal diesen Vorher-Nachher. Ja, für den letzten Schliff kann man hier noch eventuell meine Photoshop-Aktion hier anwenden, was ich euch eben im vorletzten Video vorgestellt habe. Ich verlinke euch auch das Video gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Hier einmal auf Play klicken. Das ist eben so spezieller Hochpass-Schärfenfilter. Hier bei dieser Ebene mit den Lichtern kann man eventuell hier von einem 40 noch ein bisschen raufstellen. Dann werden eben auch die Lichter noch ein bisschen stärker betont. Haben hier diesen Vorher-Nachher. Wem das zu wenig ist, kann man hier nochmal das Ganze hier ausführen. Ja, dann wird es in dem Fall auf jeden Fall schon zu viel. Kann man aber hier auch mit der Deckkraft noch ein bisschen zurückgehen. Vielleicht so ungefähr. Ja, und zu guter Letzt vielleicht hier nochmal eine Tonerkorrektur. Und dann kann man vielleicht hier die Lichter nochmal ein bisschen runterziehen. Ungefähr so. Ja, und eventuell kann man auch hier diese mittleren Regler noch ein bisschen raufziehen. Dann wird es eben auch zum Rand hin nochmal ein bisschen abgedunkelt. Ja, nur dezent, vielleicht so ungefähr. Okay, dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher in Photoshop rausgeholt. Und wenn ich jetzt hier das Bild mal vergleiche, ich
drehe es jetzt hier auch mal, so wie es eben aus dem Astro-Stackert herausgekommen ist. Das war eben dann das vorher und das haben wir jetzt eben hier herausgeholt. Also vorher, nachher. Und das finde ich ist schon beeindruckend, was man eben mit ein bisschen Bildbearbeitung eben da noch herausholen kann. So, ich habe jetzt hier einfach mal interessehalber noch ganz kurz am Ende versucht, mit dem Topaz die Noise AI das Ganze mal drüber laufen zu lassen. Und ja, ihr seht jetzt hier eben meine Einstellungen und ich verwende jetzt hier noch eine ältere Version. Ja, ich finde, so schlecht ist gar nicht. Wichtig ist eben hier dieses Recover Original Details, dass man ein bisschen raufzieht, weil sonst können ein bisschen merkwürdige Artefakte entstehen. Da muss man eben ein bisschen aufpassen mit diesem Programm. Aber so finde ich, sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. So. Damit wäre das jetzt hier eben mein finales Ergebnis angesichts der doch relativ schlechten Bedingungen. Also das Seeing und die Luftunruhe war halt nicht so berauschend gut. Finde ich jetzt das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Jetzt hier nochmal im Vergleich, was Autostacker ausgespuckt hat. Ja. Also ich glaube, recht viel mehr lässt sich da einfach dann nicht mehr herausholen. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Abonniert gerne diesen Kanal. Ich wünsche euch sternenklare Nächte. Bis bald. Ciao, ciao.